Ich bin Pascal. Ach, das überlasse ich dann den Fußballspielern. Mein Name ist Pascal, ich bin Pascal. Mein Name ist Pascal. Ich glaube, wenn einer meiner Freunde gefragt werden würde, könnte ich mir vorstellen, dass sowas fallen würde wie unkonventionell, verrückt, diskutiert gerne, tolerant, ja, Künstler. Tatsächlich habe ich sogar ziemlich viele Leidenschaften. Also eigentlich betreibe ich alles, was ich tue, mit Leidenschaft. Meine ganz große Leidenschaft ist meine Familie, mein Sohn, meine Frau. Ich bin ein totaler Familienmensch. Ich gehe mit Leidenschaft ins Kino. Ich liebe Kinofilme. Ich gehe auch mit Leidenschaft in eine Kneipe. Ich trinke mit Leidenschaft dann auch mal ein Bier. Ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Ich bin ein leidenschaftlicher Schläfer. Ich kann, das beneiden ganz viele an mir, dass ich wirklich ins Bett gehe und 5 Minuten später schlafe und dann 8-9 Stunden durchschlafen kann und am nächsten Morgen wach werde, wie das junge Leben. Also ja, tatsächlich habe ich wirklich viele Leidenschaften. Ich habe mich entschieden, auch Trauerreden anzubieten, weil ich gemerkt habe, dass es auch wichtig ist, zu den Momenten anwesend zu sein, wenn es eben nicht Konfetti regnet, wenn es nicht alles eitel Sonnenschein ist und wenn nicht alles besonders toll ist, sondern wenn die Menschen einfach nur mal Unterstützung brauchen. Und da für die Menschen auch da zu sein, finde ich in der Konsequenz ja einfach ja, wichtig. Mit wem würde ich gern mal in der Currywurstbude gehen? Egal ob lebendig oder tot. Tatsächlich, das klingt jetzt total cheesy. Ich glaube, ich würde tatsächlich meine Frau mitnehmen. Denn die weiß eine gute Currywurst wirklich zu schätzen. Und mit der kann ich eigentlich immer reden. Egal worüber. Leben? Leben wäre toll mit 85. Das fände ich schön. Das wäre so ein Lebensziel im Grunde. Dann wäre es toll, wenn ich mit 85 immer noch auch Freunde und Familie hätte, die auch noch gerne Zeit mit mir verbringen möchten. Das fände ich richtig super. Und ich habe so was i-Tüpfelchen wäre, wenn ich tatsächlich mit 85 auch noch arbeiten könnte. Wenn ich immer, vielleicht sogar 85 noch Hochzeitsreden halten könnte oder vielleicht sogar noch singen, wer weiß. Also da müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Ich glaube, mein peinlichster Moment, den ich, also es waren wirklich so viele. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Und wenn ihr den Chor macht, dann mach ich noch weiter.